Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls Remastered. Part 86 müsste das sein inzwischen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja ein Achievement bekommen. Und zwar das vorletzte, das Gebet der Maid nannte sich das. Ja, denn dazu fehlte uns ja noch ein Wunder und das haben wir hier bekommen. Erstaunlicherweise im Grab hier, ja. Oder, ja, okay, hier können wir runter. In den Katakomben, ne? Im Grab sind wir noch nicht. Oh, hier sind sie auch schon alle wieder. Am Start, die ganzen Monster. Skelette. Die heizen mir mächtig ein. Oh, weia. Huch. Und ich heiz mir gerade selber ein. Wunderbar. Ja, das fängt schon mal gut an. Mit dem großen Sterben hier. Aber das gehört dazu, Leute. Und ich hasse Abgründe, ne? Also für die Leute, die es noch nicht wussten, ich hasse Abgründe. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich wieder an meine Seelen komme, ne? Ja, um Patches haben wir uns letztes Mal auch schon gekümmert, weil den benötigen wir in diesem Durchgang nicht mehr. Eigentlich wird es jetzt auch ein bisschen schneller gehen, ne? Da wir jetzt eigentlich alles haben. Im Prinzip brauche ich jetzt nur noch die Boss-Seelen, die mir noch fehlen, um sämtliche Waffen schmieden zu können. Ja. Und dann geht's auch schon weiter. In den letzten Durchgang sozusagen. Denn wir brauchen natürlich auch die Seele von... Aha, da hat's einen hingerafft. Von Gwyn nochmal. Einmal haben wir ja ein Wunder dafür bekommen, für seine Seele. Und jetzt benötigen wir noch sein Schwert, glaube ich, oder so. Und dazu brauchen wir natürlich auch, um dieses Schwert schmieden zu können, ne? Könnt ihr euch natürlich denken. Ebenfalls seine Seele nochmal. Das ist der Grund, weshalb ich hier diesen Durchgang nochmal angehen muss. Ja, wie gesagt, die parieren jetzt irgendwie häufiger im zweiten Durchgang. Das war mir nie so gewahr eigentlich. Da hat er mir aber den Rücken zugewandt, das war sein Fehler. Ja, hier müssen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt hin. Geh jetzt einfach straight forward hier. Ja, straight forward. Irgendwie bin ich mit der Steuerung noch nicht so ganz im Reinen. Ich bin jetzt nur an Abgründen krepiert hier. Gut, die Seelen sind damit auch weg, aber ist egal. Ich will hier wenigstens den einen Boss legen. In die Katakomben kann ich noch nicht. Also ich könnte noch weitergehen, klar, in die Katakomben. Aber macht, ehrlich gesagt, noch keinen Sinn. Komme ich da rüber? Nein. Ja, jetzt kann der auch nicht mehr da oben an diesem Hebel drehen, der Patches. Ich meine, gut, jetzt sind wir eh so oft gestorben, also von daher kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Aber dieser Part wird definitiv kürzer, also das kann ich euch schon mal versprechen. Beim letzten Mal ging es mir halt in erster Linie um das Wunder, das endlich zu bekommen, ne? Naja, Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt aber Vorsicht hier. Jetzt geht es nämlich hier nach links. Oh, und dann etliche Skelette, leider. Oh Mann, die machen mir echt das Leben schwer, oder? Komm, explodier doch mal, du dummer Schädel. Warum explodiert der jetzt nicht? Noch nicht zum Spaß da. Ey, ich dachte, der pariert mich wieder, ne? Die Schweinebacke. Ah, die sind alle schlimm, finde ich. Also, ob die nun sind mit den Schilden oder nicht. Ne, ich weiß nicht. Also, das nutzt bei denen gar nichts hier, die Fallattacke. Oh, und die machen Schaden, Leute, ohne Ende. Und ich will eigentlich nur wegspringen hier, nicht hin und her springen. Ich hoffe, der hat mal welche mitgenommen, der komische Schädel. Weil er ist wahrscheinlich genau in dem Moment explodiert, als kein Skelett da war. Ja. Ja, wenn man kein Glück hat, dann kommt meistens auch noch Pech dazu. So. Was machst du denn da? Na gut, wie gesagt, dieser Sprung nutzt gar nichts, die Sprungattacke. Ich sollte aufpassen. Ja, boah, so krass hier, ich freue mich schon auf die Räder. Wir haben sie ja einmal kurz sehen können da unten. Boah, waren das jetzt erstmal alle hier? Ne, ich glaube, da werden noch welche auferstehen. Kommt wieder dieses schöne Geräusch. Ja, ich bin schon darauf so ein bisschen konditioniert, mit Angst. So, was machen die da eigentlich? Wo fliegen die hin? Seid ihr auf Kaffeefahrt oder was? Oh, oh.
Jetzt sind sie doch auf mich aufmerksam geworden. Ja, muss man richtig nah rangehen mittlerweile, okay. Seltsam ist das alles hier. Ja, man kann hier auch eigentlich ordentlich abkürzen. So, Moment. Ja. Erstmal Kristall. Kristallenseelenmasse, genau. Zielflug, Kristallseelenmasse, so heißt es richtig. Wer lesen kann, ist Klammvorteil. So, denn hier wartet ja noch ein anderer Gegner auf uns. Aber ja, den möchte ich gerne loswerden. Ganz ehrlich, Leute, der stört so ein bisschen. Hoffen wir, ist Magie anfällig. Jo. Ach so, ja. Wie war denn das mit Blocken, ne? Irgendwie hat er auch nicht gezaubert. Das fängt schon mal gut an. Irgendwie bin ich immer noch nicht drin im Spiel so richtig nach Sekiro. Ich vergesse anscheinend immer die Ausdauer. Kann sie nur um Stunden handeln. Diese Folge wird auch wieder 40 Minuten sein. Nein. Nicht wirklich, habe ich nicht vor. Zumindest der Boss hier ist einer der leichtesten. Was heißt einer der leichtesten? Ich glaube, es ist der leichteste Boss im ganzen Spiel. Ja, ich verzettel mich hier auch mitunter so ein bisschen, ne? Mit dem ganzen Equipment, was ich hier mit mir rumschleppe. Ja, keine Ahnung, was ich da immer schlage. So ein komisches Trefferfeedback. So. Immerhin, euch bin ich erstmal los. Ja, ich könnte hier auch schon Magie anwenden, aber ja. Mit dem Zauberstab, den ich aktuell... Super, ganz toll. Nein, es ist doch nicht wahr. Aber wirklich, wie so ein Anfänger stelle ich mich hier an und sterbe auch so. Auweia, Leute. Ist das böse. Ja, die Katakomben sind auch schrecklich. Das ist eigentlich das Gebiet, was man nicht am Anfang machen sollte. Aber eigentlich bin ich ja ein voll ausgebauter Charakter, ne? Ja, nicht wirklich. Also unten ist jetzt alles. Oh, da hat sich da einer selbst das Leben genommen. Der hatte Einsicht mit mir. So. Ja, ihr seid ganz toll, ihr Freaks hier. Naja, einzeln seid ihr mir immer noch am liebsten. Ey, warum war denn das kein Backstep? Wie muss ich denn stehen, damit ein Backstep ist? Ah! Oh, und ein Schaden. Ja, ich muss echt mal, glaube ich, in Vitalität investieren hier. Geil. Dann muss er sich erstmal wieder beherrschen hier. Oh. So, jetzt langt's aber langsam. Ganz behutsam. Hey, die fliegen so komisch. Die verhalten sich seltsam, diese Köpfe. Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die dummen Seelen auf... Oh, ihr seht's ja, ne? Die Steuerung. Und jetzt konnte ich irgendwie nicht springen. Ich drücke die ganze Zeit. Ey, hast du jetzt mal einen mitgenommen? Endlich? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, die Treppe hier ist relativ sicher. Da kommen sie nicht gleich alle auf einmal auf mich zu. Boah, ihr nervt so doll, ey. Ey, warum stirbt denn er nicht gleich? Instant hier. Oh, ist ja nicht zum Aushalten, diese lästigen Biester, ey. Ah, die sind wirklich dermaßen lästig. Ihr seid quasi die Schaben von Dark Souls hier. Oder die Ratten oder was auch immer. Puh, alles, was lästig ist. Die Würmer, würde ich sagen, ne? Und zwar die, die sich in eurem Darmtrakt befinden. Aha, jetzt auf einmal konnte ich es einsammeln, okay? So, jetzt lasse ich die Dinger erstmal hier in Ruhe explodieren. Ey, das ist so krass. Dass ich hier für Probleme habe, ja, in den Katakomben. Ich meine, da oben ging es ja noch so halbwegs. Aber hier ist wirklich der Ausnahmezustand. Na komm. Ja. Das ist schön. So. Herrlich, den sind wir los. Oder die. Vorerst heißt das, wenn ich mich jetzt wieder dämlich anstelle. Ja, vielleicht nehme ich dann doch die Kugel. Ich glaube, die kann ich aus einer größeren Distanz heraus.
Abfeuern, aber irgendwie kann er vorher noch nicht angelockt werden. Der Boss hier. Ja, der Boss. Das ist für mich so ein kleiner Zwischenboss halt, ne? Dieser Dämon. Eigentlich müsste ich den auch nicht mehr bekämpfen. Ja, ihr seht's ja, ne? Vorher ist er überhaupt nicht eingeloggt. Boah, man macht null Schaden, echt. So, ich glaube, die fliegt relativ straight forward. Boah, hat der eine Reichweite? Geil, auch die unterschätze ich. Boah! Und dann ballert er noch mit Elektro auf mich. Super. Springen kann er auch, natürlich. Wie konnte ich es noch vergessen? Und der nimmt... Der ist sehr resistent gegen Dunkelmagie. Weg. Oh, ich komme nicht weg. Der bleibt da stehen und lässt sich treffen. Ich drücke die ganze Zeit ausweichen. Könnt ihr mir nicht glauben? Also irgendwie ist die Steuerung total verkappt hier. Die Steuerung. Nein, ich komme nicht aus dem hohen Norden. Nur wenn ich angespannt bin, dann neige ich zu Sprachfehlern. Zu Ausfallerscheinung. Ja. Super. Ganz toll. Aber ich hoffe mal, diesmal wird's was. Oh, endlich, ey. Boah. Ist doch krank. Aber dafür bekommen wir einen Dämon-Titanit. Yes. Gut, hier könnte man sich jetzt auch nochmal in die Grube legen, ne? Ne, hier war es nicht. Die ist schon besetzt. Besetzt. Auge des Todes. Ja, das ist für einen Eid. Haben wir alles aber schon erledigt. Hier könnte ich mich reinlegen. Genau, hier ist ja auch eine schöne Nachricht, die ein Spieler hinterlassen hat. Um dem Eid beitreten zu können, ne? Den Grabesfürsten-Eid. Aber das haben wir alles schon gemacht und die Wunder, oder waren das Pyromantien, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Im Zuge dessen haben wir auf jeden Fall bekommen. Oh scheiße, ey, wo war denn das nächste Leuchtfeuer hier? Das ist ja Ewigkeiten weg, ne? Aber ich muss da runter, glaube ich. Und da ist noch ein Ritter, glaube ich, ne? Ich weiß es. Leider. Ich habe da tödliche Gewissheit, dass es hier noch einen schwarzen Ritter gibt. Finsternis, ja, hier ist gar nichts, ne? Nein. Ja, solange diese Nachricht aktiviert ist, kann man auch nicht zuschlagen. Ah, gen. Scheiße. Oh Mann, hier ist so eng, ey, zum Kämpfen. Eieiei. Gehe ich mal schnell hier wieder raus. Ja, genau. Bisschen mit Verstand jetzt mal arbeiten hier. Mit Konzentration, sag es mal so. Aber, die Magie möchte ich mir eigentlich noch. Ja, die möchte ich noch behalten. Na, ja, jetzt kommen die natürlich gleichzeitig förmlich. Oh, was die an Ausdauer wegkloppen. Das ist auch krank. Das ist unter anderem einer der Gründe, weshalb ich hier dauernd abnipple. Ja, endlich hat er mal gezählt. Oh, einer ist weniger. Das ist schon mal viel wert. Einer weniger. Ja, gut. Ihr habt hier richtig Panik mittlerweile, ja. So. Nee, komm, die kann man nicht runterrutschen. Kommt der hier schon? Ich weiß es gar nicht. Da sieht es fast so aus, ne? Achtung, Abgrund, genau. Ich glaube, dann kommt der erst. Ah, scheiße. Das ist doch auch einer, oder? Nee. Ah, hier ist ja auch ein Abgrund, genau. Oh Mann, ey. Warum ist da keine zweite Warnung? Derjenige, der sie schreiben wollte, kam nicht mehr dazu. Ah, ich muss aufpassen. Ich will die mal erstmal versuchen anzulocken. Ah, ich glaube, hier ist auch noch so ein Schamanen-Hoshi, genau. Und Meeresskelette, soweit ich mich noch entsinnen kann. Ah, oh, das sind Bogenschützen. Puh, was mache ich denn da? Kristallseelenmasse. Und dann den Schild hoch, ne? Ja, soweit der Plan. Na, ich möchte nur keine opfern. Ja. Oh, scheiße, scheiße, hau zu! Nein, nicht! Nein! Ich hatte den Zauberstab, nein. Ey, der lebt noch?
Wieso lebt der noch? Ey, das kann nicht angehen, oder? Mann, 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 Mann. Mhm. Gut, die gute Nachricht ist, der Dämon ist tot. So, was nun? Jetzt ist die Steuerung total weg hier. Hallo? Bim, bim, ja, schön. Hast du genau richtig mal einen Moment ausgesucht, um auszufallen? Ja, das ist immer ganz toll. Also, man geht hier quasi nie mit vollständiger Heilung raus. Es ist unmöglich, Leute. Ja, jetzt, ich überlege gerade, ob ich hier doch noch irgendwo... Nee, da kann ich doch niemals runterspringen, ne? Also nicht von hier. Nee, das kann man abessen. Oh, jetzt ruckt es auch ganz schön. Ach Mann, ey. Es konnte so schön sein. Könnte so schön sein. Aber ich habe halt auch nicht unbegrenzt Zauberkräfte, ne? Das ist es ja auch noch. Ja, jetzt komme ich hier nicht mal raus aus der Scheiße. Ihr seht's ja. Oh, Murphys Gesetz greift hier voll und ganz. Das ist großartig. Die verhalten sich echt merkwürdig. Ja, komm, genau, alle rein da. Ja, haha. Oh, drei, ja? Hat er drei mitgenommen? Ja. Ha! Sehr gut, manche hüpfen freiwillig. Das war jetzt mal ideal. Oh! Sagt er und krepiert an dem nächsten Hoshi. Na, ich habe noch genug Heilung jetzt. Na. Ich höre aber immer noch jemanden. Na, was ist jemand? Ein Skelett. So einen lästigen Wurm. Oh, ist so böse, ey. Warum komme ich jetzt nicht rein hier? Ein kleiner Stein im Weg. Hä, was ist denn das da? Da leuchtet doch was. Ist der doch wieder da? Sag nicht, dass der wieder da ist. Hä? Ach, nee, das ist eins von diesen Kreaturen. Oh, das ist der Böse, glaube ich. Der kann schießen. Jo. Die erscheinen nur im Online-Modus, aber wenn man sie killt, kriegt man schöne Belohnung. Einmal Menschlichkeit. Geil. Hat sich voll gelohnt. Cool, die sind relativ selten, ne? Die Biester. Und die seht ihr wirklich nur im Online-Modus. Also wenn ihr offline spielt, werden die nie erscheinen. Oh, scheiße. Ja, hier sind ja auch Skelette. Ja, die muss ich erstmal zuerst erledigen. Aber die kommen, glaube ich, erstmal die Leiter hoch. Dann könnte ich es ja im Prinzip schon abfangen, ne? Also ich kann es versuchen. Aber ich muss auf die Invincible Frames achten. Boah. Ja, ich glaube nur gegen den Schild hätte ich den Eindruck. Komm, Schweinebäckchen, komm. Na, der ist so gut wie tot. Ist erstmal runtergefallen. Komm mal raus da, ich möchte dich backstabben. Soweit mein Plan. Okay. Aber die eine Stelle da ist wirklich heikel. Ja. Und ich sollte auf den Abgrund aufpassen, weil da lauert dann direkt dieser Ritter. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir haben auch alle Schwarzritterwaffen eigentlich soweit. Die wir brauchen fürs Achievement. Oh Gott. Genau, erstmal geht's ja hier runter. Gut, es wäre auch eine Abkürzung eigentlich. Also wenn alle Stricke reißen, dann kann ich auch da lang gehen. Scheiße. Was mache ich nur, Leute? Was mache ich nur? Ich bin so ratlos. Jo, super. Komm. Ist egal. Ah! Alte Scheiße, Junge. Wenn das nur nicht so wahnsinnigen Schaden machen würde. In der Zeit steht er da wieder auf. Ja. Apropos. Was mache ich da nur, Leute? Na gut, jetzt haben wir ja wieder die Kugel, ne? Ah, er kommt nach vorne. Das ist mir lieb. Nee, das ist ein anderer. Ach, wie viele sind denn da? Ist da eine Versammlung von euch, oder wie? Ah, der wird natürlich auch... Nee, der wird nicht wieder auferstehen, weil...
Den habe ich mit meiner heiligen Waffe gekillt. Haha. Das ist schon mal ganz gut. Leute, ey. Ich die einfach mal reinballer. Ey, das. Der ballert die sonst wohin, ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Was mache ich da nur? Das ist echt eine knifflige Stelle hier. Also zumindest für mich. Ah, wenn ich doch nur mal... Komm. Oh, was der aushält. Das ist krank. Warum setzt er dich zusammen? Ich habe den, deinen Herrenmeister gekillt. Boah. Gut. Aber das hat jetzt geklappt. War hier nicht ein Ausgang irgendwo? Ja, hier. Oh, und dann kommen die geilen Räder da. Hm, na, die sind ja noch schöner. Haha. Wunderbar. Hm, dennoch dieser... Wo schießt der hin? Nicht, nicht, bitte nicht. Na gut, das Vieh ist ja tot, der Schamane. Oh, ey, das ist doch nicht normal. Ich komme ja nicht mal dazu, irgendwas zu machen, ja. Ja, ich bin hier, glaube ich, ganz schön underleveled mit Level 92. Rüstung in Gefahr, auch noch. Ja, mega geil, da kann ich gleich wieder ins Leuchtfeuer gehen. Ich glaube, ich ziehe eine andere Rüstung an. Apropos Rüstung, ne? Aber ich glaube... Ja, alles andere ist zu schwer. Kann ich denn überhaupt nicht? Ich habe ja nichts zum Reparieren. Geil. Wenn jetzt meine Waffe noch im A ist, dann war es das. Ich glaube, ich kann die auch nicht mit Reparaturpulver reparieren, oder? Weil davon dürfte ich noch was haben. Nee, ist egal, Leute. Das bringt jetzt alles nichts. Nee, ich kann da auch ja, versuchen durchzuhüpfen. Da kriege ich gleich doppelte Rationen ab hier. Eieieiei. Kann ich nicht da runter irgendwo? Gibt's hier nicht... Es gab doch so viele Abkürzungen immer, ne? Aber... Ja, hier komme ich nicht. Oh, doch. Wartet mal. Doch, ich probier's jetzt einfach, ne? Geronimo! Oh, mega geil. Ich falle in Zeitlupe. Ja, das ist... Das Programm ist auch total... naja, laggy. Gut, da ist jetzt kein Vieh. Aber hier unten sieht man die natürlich ganz fantastisch. So, mache ich den gleich von oben? Ja, ich probiere es mal. Naja, natürlich stirbt er nicht. Oh. Ja, jetzt habe ich auch nicht mehr viele Möglichkeiten hier. Mann, 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 Mann. Das ist schon extrem krass. Gut, die Seelenmasse sollte ich trotzdem verwenden. Ich weiß nicht, ob ich da einfach durchrennen könnte. Ah. Also bei den Feuerrädern da, ne? Oder diesen Rädern. Sind ja keine Feuerräder. So, hier war noch ein anderer Kandidat, ne? So, kann ich die erstmal anloggen? Anlocken? Nicht anloggen? Ja, ich glaube, es kommt. Warte ich erstmal. Ja, da ist er. Alter, der trifft mich so oder so. Eieiei. Ja, die sollte ich erstmal alle einzeln versuchen anzulocken. Wow, das war gut. Irgendwie habe ich es jetzt gut getroffen. Keine Ahnung, wieso. Ah, aber... Könnte ich jetzt es schon wagen, da durchzusprinten, um direkt zum Endgegner zu kommen? Ah, die sind auch lästig. War nicht so drauf. Ah, die haben einen mitgenommen, wie es aussah. Schnell weg. Ja. Erst laufen die Schweine hier auch, ne? Wie konnte ich denn die starke Attacke ausführen? Wie war denn das nochmal? Das ist die starke Attacke? Ist ja genauso wie die schwache. Na gut. Sie dauert nur länger. Aber macht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schaden. So die Hoffnung. Das ist schon wieder so ein Vieh, oder? Nee, das ist nur ein Item. Das ist eine Rüstung, die wir auch schon haben. So, ist jetzt noch eins hier.
höre noch was. Oh, nee, das ist nur der Schmied. Nein, da sind noch welche. Rennen. Ich muss das jetzt leider so machen, ja? Ah! Sonst bin ich hier sofort tot. Nun komm. Nun komm. Visier ihn an. Das war der starke Schlag, der sogenannte. Da ist noch eins. Nein, das ist der Ritter. Madre mia. Oh, Gott sei Dank. Oh, und der droppt sogar seine tolle Waffe. Nein. Nein. Ey, jetzt nicht, bitte nicht. Oh. Anspannung vor dem Herrn, ja? Ey, das gibt's doch nicht, oder? Wie viel gibt's denn noch von euch? Die Folge ist zu lang. Ich muss mich um den Boss kümmern. Ich vermute ja fast. Eins reicht schon aus, um mich killen zu können, ja. Wie wir gesehen haben. Eieieiei, ich bin hier absolut underlevelt, würde ich mal sagen. Das kriegt man hier wirklich aller Orten zu spüren. So, schnell entsorgen. Oh, jetzt reicht's aber langsam. Ich habe schon 36.000 wieder zusammen hier. Mindestens das Zehnfache ich mittlerweile verloren, ja? Glaube ich. In der Dunkelheit sieht man das auch so schlecht, ne? Der Kontrast oder die Kontrastverhältnisse sind ein bisschen krasser in der Remastered Version. Okay, Leute. Ich höre da wieder was. Aber ich glaube, hier kann ich nicht, oder? Kaputt schlagen? Nee. Nee, man muss wirklich sich da fallen lassen nach wie vor. Aber bei dem ist halt ein Leuchtfeuer. Ich höre da was. Und das sind nur die Knochen, die hier rumliegen. So, jetzt versuche ich zumindest mal den Boss zu schaffen. Wenn hier nicht wieder ein Rad rumhängt. Rüstung habe ich quasi gar keine mehr. Aber ist jetzt egal, ich kann mich jetzt auch nicht zurück teleportieren. Puh, Leute, ey, was mache ich nur? Habe ich noch ein Sonnenlichtschwert? Nee, das habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Also ich bin quasi gar nicht auf den Boss hier vorbereitet jetzt. Hab ein bisschen Heilung, ja gut. Weil die Seelenflugmasse wäre jetzt nicht schlecht. Ich hoffe mal, die bleibt auch nach der Sequenz erhalten. Hoffe ich mal. Ja gut, die Sequenz haben wir schon gesehen. Ah, der kann nämlich Feuer. Ja, genau auf den Falschen. Ganz toll. Heil dich, Junge. Heil dich einfach nur. Oh. Oh, naja. Puh. Yes. Immerhin. Den haben wir gepackt. Ich glaube, den hätte ich auch mit der Dunkelmagie viel leichter besiegen können. Aber gut. Puh, was tut man nicht alles für ein bisschen Unterhaltung, nicht wahr? Eieieiei. Das wäre geschafft, Leute. Mein erklärtes Ziel für diese Folge haben wir bewältigt. Und damit sage ich mal bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, na, bis dahin, lasst eine Bewertung da.